Hallo und guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem Industrievorwärts Expo. Mein Name ist Bernhard Haluschak von Publish Industry. Die nächste Session habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist es der Dr. Frank Pössl-Dölken von Phoenix Contact. Guten Morgen, Frank. Hallo, guten Morgen. Ja, du hast uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es um Digitalisierung. Wie kann Industrie 4.0 den Alltag verändern, beziehungsweise wie Industrie 4.0 den Alltag verändern muss? So, das ist jetzt mein Part gewesen. Und jetzt übergebe ich an Frank. Frank, der Bildschirm gehört jetzt dir. Schieß los. Guten Morgen, herzlich willkommen hier aus dem Dialog Space von Phoenix Contact in Schieder-Schwalenberg in Ostwestfalen-Lippe. Ich würde gerne heute über das Thema Industrie 4.0 sprechen, ein Thema, was ja im Grunde die Medien beherrscht hat über 10 Jahre, ein Thema, was weitergeht in dieser Dekade vielleicht auch hoffentlich ein wenig weniger in den Medien auftaucht, dafür eine größere Rolle in der Umsetzung spielt. Auf dieser Folie sieht man das Leitbild der Plattform Industrie 4.0, wo es um 3 Themen geht. Es geht um Souveränität, also Souveränität vor allem im Sinne der Entwicklung, der Befähigung, Technologien selber zu entwickeln, sie selber zu beherrschen. Natürlich das Thema der Sicherheit, Security oder auch der digitalen Infrastruktur, die wir brauchen. Dann auf der anderen Seite das Thema der Interoperabilität, wo es zum einen natürlich um gesetzliche Rahmenbedingungen geht, um digitale Interaktion zu ermöglichen, wo es um Standards und Integration geht, aber eben auch um dezentrale Systeme innerhalb eines Unternehmens oder auch zwischen Unternehmen und Technologien wie die künstliche Intelligenz. Das dritte Feld ist die Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit einmal bezogen auf den Menschen im Sinne der Arbeitsbedingungen, der Rahmenbedingungen, der sozialen Integration und Beteiligung, aber natürlich auch das große Thema des Klimawandels und der Frage, wie sich die Industrie aufstellt und entwickeln muss, um die Klimaziele zu erreichen. Im Grunde kann man diese 3 Punkte, die aus meiner Sicht eigentlich sehr clever gewählt sind und sehr gut beschreiben, was uns als Unternehmen hier in Deutschland betrifft, auch etwas übergreifend zusammenfassen. Also wenn ich mal die Souveränität als erstes in den Vordergrund stelle, geht es im Grunde für uns in den kommenden Jahren mehr als jemals zuvor um die Freiheit, unternehmerisch tätig sein zu können und das auch also selbstständig und unabhängig tun zu können, also selber entscheiden zu können, was natürlich ein wichtiger Faktor ist, gerade für Unternehmen, die im internationalen Kontext unterwegs sind und die natürlich betroffen sind von den diversen auch nationalen Bestrebungen, dedizierte Gesetze, auch unterschiedliche Gesetze in einzelnen Ländern zu erlassen, die es für uns alle nicht leichter machen, im Grunde international und global zu agieren. Der zweite Punkt der Nachhaltigkeit bedeutet natürlich im Kern, Wege zu finden, und da brauchen wir die Technik, um die Welt so zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dass sich unser Wohlstand, unser Lebensstandard positiv entwickeln kann, dass wir das aber gleichzeitig nicht tun auf Kosten der Zukunft unserer Nachkommen. Der Bereich Interoperabilität und Vernetzung heißt für mich eigentlich im Wesentlichen, dass wir von anderen profitieren können und andere auch von uns profitieren können und dass die Barrieren für eine Interoperabilität oder auch Zusammenarbeit, gerade auch auf digitaler Ebene, möglichst gering sind. Es ist also sehr einfach, wird sich zu vernetzen und es wenig Aufwand bedarf, sich zu vernetzen. In dem heutigen Vortrag würde ich eigentlich sehr gerne auf das Thema Interoperabilität und Vernetzung eingehen. Und wenn ich über dieses Thema nachdenke, dann denke ich vor allem an diese großen, gut bekannten, in diesem Fall roten Container, der Seefrachtcontainer, ein ISO-Container, seit vielen Jahren normiert in der ISO 668. Und mit diesem Container verbinde ich persönlich immer einen Ort. Und dieser Ort heißt Hoek van Holland. Man sieht das hier auf der Karte, wo das ungefähr liegt. Es liegt ein bisschen südlich von Den Haag und westlich von Rotterdam. Und wenn man sich mal ein Foto anschaut von Hoek van Holland am Strand, dann sieht das so aus. Da gibt es einen sehr schönen Ferienhauspark. Die Häuser sind quasi mitten auf dem Sand gebaut. Ist eine sehr schöne Ecke. Und wenn man sich Hoek van Holland mal auf einer anderen Karte anschaut,
nämlich auf der Karte von marinetraffic.com. Dann sieht man so ein bisschen, was in Hoek van Holland eigentlich los ist. Also man sieht hier die Symbole, das sind alle Schiffe, unterschiedliche Arten von Schiffe. Und man sieht, wie die sich knubbeln, weil Hoek van Holland ist eben das Einfahrtstor, die Ein- und Ausfahrt des Rotterdamer Hafens. Das heißt, wenn man auf diesem Strand sitzt oder in diesen Häusern sitzt und zur richtigen Seite schaut, dann sieht es eben wie auf diesem Foto aus. Da fahren dann im Grunde unablässlich Schiffe lang. Vor allem große Schiffe bis sehr große Schiffe. Und diese Schiffe transportieren manchmal Menschen, vor allem aber diese großen Blechkisten. Diese Seefrachtcontainer gibt es als 20-Fuß-Container oder 40-Fuß, 8-Fuß breit. Jeder kennt sie, es gibt sie als Standard-Frachtcontainer einfach leer. Ja, man stellt was rein, es gibt es aber auch in vielen Sonderbauformen als Kühlcontainer, als Container, in dem PKWs transportiert werden können. Es gibt Containervarianten für gasförmige Stoffe oder auch flüssige Stoffe. Und es gibt das sogar als Wohncontainer. Ja, wo kommt dieser Container eigentlich her? Er hat schon eine relativ lange Historie. Er ist von einem gewissen Malcolm Purcell MacLean quasi erfunden worden. Der lebte im letzten Jahrhundert oder hat im Grunde die Jahrtausendwende gerade noch überlebt. Und er war ein logischerweise Speditionsunternehmer. Das heißt, er hat nach seiner Highschool eine Spedition gegründet, ist selber mit LKWs durch die Gegend gefahren und war dann damit beschäftigt, eigentlich immer seine Frachtgüter umzupacken und zu verladen, wenn die Güter vom LKW aufs Schiff sollten. Und das hat ihn geärgert und so kam er im Grunde auf die Idee, Mensch, man muss eigentlich eine Kiste schaffen, die irgendwie in ihren Abmaßen standardisiert ist, die sowohl auf den LKW passt als auch auf ein Schiff. Und das hat ihn dazu gebracht, schon sehr früh in den 1950er Jahren im Grunde sich dann von der Spedition auf das Thema Seefracht, Seelogistik zu fokussieren. Er hat dann im Grunde ein Schiff gekauft, quasi eine kleine Reederei gegründet in Newark und 1956 dann im Grunde auf einem umgebauten Tankschiff zum ersten Mal Container verladen. Es hat dann im Grunde 10 Jahre gedauert, bis sich das Thema eigentlich etabliert hat. Also es war auch eine komplette Dekade und im Grunde 10 Jahre später, 1966, ist tatsächlich das erste Mal ein Schiff mit solchen Containern im Bremer Überseehafen gelöscht worden. Ja, wie es dann weitergeht, ist, glaube ich, jedem bekannt. Die Container wurden eigentlich weltweit Standard. Und wenn man sich die Zahl von 2019 anschaut, dann waren das immerhin 152 Millionen 20-Fuß-Container, die weltweit transportiert werden. Das Schöne an diesem Container ist, er lässt sich auf unterschiedliche Art und Weisen transportieren und prozessieren. Der Klassiker ist das große Containerschiff. Die Schiffe, die halt die Weltmeere durchflügen jeden Tag. Das Ganze funktioniert aber hervorragend auch auf einem Binnenschiff, wie sie den Rhein rauf und runter fahren. Das Ganze funktioniert auf der Schiene, wo man diese Container auf Güterwaggons verladen kann. Und logischerweise natürlich auch mit LKWs, was schlussendlich ja einer der Haupttransportwege in Europa ist. Wenn man diese Container belädt, ist natürlich auch, sind auch die Innereien dementsprechend standardisiert. Also man sieht hier eben ein klassisches Bild der Containerpaletten und man sieht hier eben auch nochmal die Maße. Es kommt halt aus dem Inch- und Fußbereich, deswegen in Zentimeter und Meter sind es sehr krumme Maße. Der Container ist also von der Breite her 2,33 Meter. Und an diesem Thema Paletten und Container sieht man eben im Grunde auch die Krux eines Standards, wenn der Standard nämlich nicht genau eingehalten wird. Und das schöne Beispiel da ist die Europalette, die wir ja hier in Europa nutzen, die wir auch in den Unternehmen immer vielfach nutzen. Und die Europalette hat eben gerade metrische Maße. Sie ist also 80 Zentimeter breit und 1,20 Meter lang. Und wenn man eben nochmal zurückschaut, dieser Container ist eben 2,33 Meter und das lässt sich nicht durch 80 und auch nicht durch 1,20 Meter gut teilen. Wenn Sie also einen solchen Container mit Europaletten beladen, müssen Sie im Grunde bei der dritten Palette oder der zweiten Palette, je nachdem wie man sie stellt, ein Stück absägen, was natürlich nicht funktioniert, oder man muss wieder das machen, was man früher auch immer gemacht hat, umpacken. Also alles runter von der Palette,
alles rauf auf eine Palette, die eben für Seefrachtcontainer gedacht ist. Bei den Europaletten ist das im Grunde noch ganz gut ausgegangen, weil der Unterschied sind am Ende ja nur 7 Zentimeter. Das heißt, es gibt solche, wie man das hier sieht, Wechselbrücken, die in den Außenabmaßen wiederum kompatibel sind zum 20-Fuß Seecontainer und wo man es geschafft hat, innen im Grunde durch die Bauweise diese fehlenden 7 Zentimeter zu realisieren und es damit eben im Grunde möglich ist, Europaletten auch in so ein 20-Fuß Seecontainer-Format sinnvoll zu packen. Trotzdem hat natürlich jeder Standard seine Grenzen und er hat dann seine Grenzen, wenn ich im Grunde das Artefakt, was der Standard beschreibt, optimieren muss auf sehr spezifische Rahmenbedingungen, dann komme ich eben nicht mehr klar mit Standardabmaßen. Und das sieht man am Beispiel der Luftfracht. Im Luftfrachtbereich, die Geometrie eines Flugzeugs ist vorgegeben und deswegen ist es natürlich nicht denkbar, einen Standard-Seefrachtcontainer so ohne weiteres in ein Flugzeug zu bringen, sondern da braucht man den Platz zum einen oben für die Passagiere und unten für die Fracht und deswegen gibt es für Flugzeuge wiederum andere Containerstandards, die sich natürlich ein bisschen auch an der Außenhülle und den räumlichen Rahmenbedingungen orientieren, die logischerweise dann nicht mehr kompatibel sind zu diesem Seefrachtcontainer. Nichtsdestotrotz hat dieser Standard eine enorme Verbreitung weltweit, von den Amerikas über Europa bis nach Asien. Und er ist damit natürlich ein echter Befähiger des globalen Wachstums. Weil stellen Sie sich vor, diese großen Containerschiffe mit Tausenden von Containern müssten nicht nur im Sinne ihrer Container entladen werden, sondern man müsste jetzt auch noch jeden Container aufmachen, müsste die Paletten rausholen, müsste alles aufreißen, umverpacken, in ein anderes Gebinde bringen, um es dann wieder weiter zu verladen. Ich glaube, jedem ist klar, dass so ein Hafen in Rotterdam wahrscheinlich mal mindestens doppelt so groß sein müsste, um das gleiche Volumen zu transportieren. Das heißt, die Effizienz unserer globalen Logistik hängt schon sehr stark davon ab, ob wir in der Logistik eigentlich Standards verwenden können oder ob wir im Grunde individuelle, lokale, nationale, regionale Standards haben. Dann wird es eben sehr schwierig, weil man sehr viel umverpacken muss. Ja, warum spreche ich über dieses Beispiel von solchen Blechkisten, wenn es doch eigentlich um Digitalisierung geht? Tatsächlich hat die Digitalisierung sehr viel auch mit dem Thema Logistik zu tun. Wir haben keine physischen Güter, die wir transportieren, sondern wir haben digitale Güter, die wir transportieren. Und das sind im Wesentlichen natürlich Daten. Als Unternehmen in Europa im Besonderen, selbst bei kleinen Unternehmen, die meisten sind mittlerweile auf die eine oder andere Art und Weise global unterwegs. Und wenn sie selber nur in Europa präsent sind, dann haben sie aber mal mindestens Kunden oder Lieferanten, die sie irgendwie im Ausland versorgen oder von denen sie beliefert werden. Das heißt, wir haben alle auf die eine oder andere Art und Weise globale Supply Chains. Wir kaufen Produkte, Komponenten, Materialien, wir kaufen Dienstleistungen ein. Und um diese Dienstleistung, Produkte und Waren irgendwie prozessieren zu können, brauchen wir eben Daten. Daten über diese Produkte, über die Leistung. Wir brauchen Daten über den Lieferant, über den Transportweg, wie auch immer. Das können auch im Falle von Software-Lizenzdaten sein. Wir haben also irgendwo zu unserem Warenstrom einen Datenstrom, der in die Fabrik, in das Unternehmen hineinläuft. Und wir haben logischerweise den gleichen Datenstrom zu unseren eigenen Kunden, die im Grunde die analogen Informationen von uns benötigen. Und die Frage, die wir dann stellen müssen, weil gerade dieser Datenverkehr zwischen Unternehmen, das wird nun mal immer mehr. Ich meine, wir wollen kein Papier haben, wir wollen auch nichts mehr manuell von Hand schreiben. Was sind denn dann die standardisierten Datencontainer, die wir zwischen den Unternehmen hin und her schicken? Eben nicht mit den physischen Waren, sondern mit den digitalen Waren, also den Daten. Und das ist ja ein Thema, was, ich sag mal, im Zentrum auch der Arbeit der Plattformindustrie 4.0 in den letzten 10 Jahren stand. Und das ist das Thema des digitalen Zwillings. Ein Begriff, der, glaube ich, jedem irgendetwas sagt. Mit Sicherheit nicht jedem das Gleiche. Aber jeder kann sich irgendwas darunter vorstellen, ob das nun ein digitaler Schatten ist. Es ist halt irgendwie ein Datensatz, der zu einem physischen Produkt gehört oder dieses Produkt beschreibt. Trotzdem, wenn der Begriff verwendet wird, im Grunde ist es ein Leerwort mit 2 E, weil wenn 2 Menschen über den digitalen Zwilling reden, dann meinen sie häufig nicht unbedingt das Gleiche. Ja, es gibt
Leute im Bereich der Simulation, Simulation von Maschinen, Anlagen, von Fertigungsprozessen. Und die sagen eben, das Simulationsmodell, das ist der digitale Schatten, das ist der digitale Zwilling zu der physischen Maschine oder dem physischen Prozess. Andere sprechen davon, dass sie irgendwo eine Pappschachtel haben mit einem Produkt drin und dazu gibt es einen Datensatz, der vielleicht auf einem RFID-Tag an dieser Pappschachtel angebracht ist und da stehen ein paar Identnummern drauf, die das Produkt identifizieren, Informationen über den Lieferanten oder das Herkunftsland und sagen, ja, das ist im Grunde so eine Art digitaler Zwilling in Schmalspur zu dem Produkt. Wieder andere sagen, ja, ich habe ein ERP-System und da gibt es natürlich den Materialstammdatensatz, in dem beschrieben wird, was ist das eigentlich für ein Produkt, was sind die Unit of Measures, also ist die Mengeneinheit Kilogramm oder Meter, wie wird das Produkt disponiert und so weiter, dann sagen sie, das ist eigentlich der digitale Zwilling. Und insofern, also einig sich alle immer sind über den digitalen Zwilling, dass er wichtig ist, dass man ihn braucht. So unterschiedlich sind doch die Vorstellungen dessen, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte dieses Thema auch intensiv diskutiert, vor vielen Jahren schon, 2015, 16, 17, als gerade auch im Kontext Industrie 4.0 dieses Thema an vielen Stellen eigentlich adressiert wurde. Und für mich ist aus der Diskussion damals der digitale Zwilling immer gewissermaßen ein Mythos gewesen, ja, weil wenn man den Begriff verwendet, glaubt jeder, er redet über das Gleiche. Tatsächlich taucht dieser digitale Zwilling, wenn wir uns mal eine IT-Bebauung eines Unternehmens anschauen, an sehr vielen Stellen auf. Oder anders gesagt, an sehr vielen Stellen haben wir in unterschiedlichen IT-Systemen Daten, die eigentlich wohl zu diesem digitalen Zwilling eines, sagen wir mal, Produktes oder Materials dazugehören. Das kann ein E-Shop sein, ja, wo das Produkt mitsamt seinen technischen Kenndaten, Preisen und so weiter angezeigt wird. Das ist die elektronische Produktdokumentation, die vielleicht auch einfach heute als PDF geliefert wird oder als ZIP-Datei mit einigen Dingen dabei. Das ist in einem Customer Relationship Management, wo steht, naja, wer eigentlich diese Produkte kauft, in welchen Projekten sie vielleicht eingesetzt werden. Das ist logischerweise das ERP-Thema, wo im Grunde Materialdaten an verschiedensten Stellen auftauchen, in der Produktion, in der Logistik. Oder das ist auch der Bereich MES, wenn wir in Richtung Shopfloor gucken, Produktion, Anbindung an Maschinen und Anlagen, wo ja eigentlich Produkte entstehen, wo aus, ich sag mal, einem Material-Input ein fertiges Endprodukt entsteht. Und um das tun zu können, braucht man natürlich Steuerungstechnik und auch die Steuerung müssen wiederum wissen, was sie eigentlich produzieren, welche Parameter ein bestimmtes Produkt hat, weil sie dann dafür sorgen, dass bestimmte Prozessfunktionen mit den richtigen Parametern angestartet werden. Egal, ob das jetzt als Beispiel ein Roboter ist oder ob es ein bestimmtes Maschinenprogramm ist, was für einen Teilprozessschritt und ein bestimmtes Produkt erforderlich ist. Und das geht heute natürlich runter bis auf die Sensoraktorebene bei Sensorik, immer schon im Bereich Bildverarbeitung, wo ich dann unter Umständen Referenzmodelle habe zu einem Produkt, die dann im Rahmen einer Prüfung zum Beispiel mit den Sensordaten abgeglichen werden. Das heißt, Produktdaten tauchen an sehr vielen unterschiedlichen Stellen auf. Wenn man jetzt mal so ein bisschen aus der Entwicklungsperspektive der Engineering-Brille dem Produktlebenszyklus draufschaut, dann hat man eben auch da nochmal eine andere Systemwelt. Es beginnt im Grunde mit der Spezifikation eines Produktes, dem Projektmanagement. Es geht dann über die eigentliche mechatronische Entwicklung, also mechanisch, elektrisch, elektronisch, Software. Es geht, wenn wir über variantenreiche Produkte reden, auch um Konfigurationslogiken, um den Softwarecode dazu, Simulation, Test und Verifikation. Dort tauchen auch überall produktbezogene Modelle auf, bis hin zum Monitoring, Diagnose oder auch Wartung, Instandhaltung, Service Support und ähnliche Dinge. Das heißt, wenn man sich das anschaut und sich die Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich der digitale Zwilling, kommt man erstmal zu der Frage, wie viele Modelle gibt es denn eigentlich? Wie sind diese Modelle eigentlich miteinander verbunden? Klammer auf, in den meisten Fällen gar nicht, weil sie sind ja jedes Modell in seinem eigenen Silo. Und über Schnittstellen werden diese Daten dann bei Bedarf mal ausgelesen, irgendwie umgepackt. Also wie damals mit den Containern bei dem Malcolm McLean, der seine LKWs irgendwie alle auspacken musste, umpacken musste und dann werden sie irgendwo wieder eingelagert. Das ist eigentlich das, was heute Schnittstellen leisten.
Und da kommt natürlich immer die Frage, sind diese Modelle eigentlich kohärent? Also kann man die eigentlich immer umwandeln, wenn ich die Daten von einem System ins nächste bringe? Ja, wenn ich Glück habe, funktioniert das. Und wenn ich Pech habe, dann klappt das manchmal auch nicht, weil diese grundsätzlichen Modellstrukturen halt nicht zwangsläufig immer kompatibel sind. Und es kommt natürlich immer, oder es geht immer um die Frage, wie diese Modelle eigentlich erzeugt werden. So, das war die Sicht 2016. Wenn ich das Ganze mal ein bisschen in die Zukunft oder ins Heute transferiere, dann hat das natürlich eine sehr dynamische Entwicklung genommen. Was man hier sieht, es ist ein kleiner Ausschnitt von diversen Logos. Das sind Plattformen, das sind vertriebliche Plattformen, das sind Lieferantenplattformen, wo man im Grunde seine Stückliste hochladen kann und dann sieht, welche Bestandteile dieser Stückliste man wo kaufen kann, die wo wie verfügbar sind. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Environmental Compliance und Ähnliches, wo wir, ich sag mal, Daten über Schadstoffe in Produkten auf Plattformen zur Verfügung stellen. Wir haben das Thema des CO2-Fußabdruckes, wo wir zukünftig über Plattformen Daten zur Verfügung stellen werden. Wir haben Großhändler, viele von uns liefern Produkte an Großhändler, die wiederum weiterverkaufen oder auch Internethändler in unterschiedlichen Ländern. Oder es gibt auch die diversen Engineering-Systeme, die natürlich alle über Bibliotheken verfügen, in denen Produkte und Bauteile auftauchen. Das heißt, hier gibt es noch eine ganze Systemwelt, die im Grunde jede Woche Zuwachs erhält, wo irgendwo Produktdaten auftauchen und gehandhabt werden. Und da ist es natürlich eine berechtigte Frage, wie viele Schnittstellen und Datenformate wir implementieren müssen und dann auch immer gleich die Frage, wer will das eigentlich bezahlen und wie lange wird das dauern? Weil nur weil die Plattform da ist, heißt das noch lange nicht, dass hunderte von Unternehmen sich dort mal ohne weiteres eben anschließen, weil es kostet halt Zeit und es kostet Geld, weil sie im digitalen Raum jedes Mal den LKW auspacken müssen, sie müssen ihn umpacken auf eine neue Palette und dann irgendwie aufs Schiff kriegen. Und deswegen gäng es nicht auch anders. Ja, wäre es nicht einfacher, im Grunde sich zu Plattformen zu connecten, wenn wir so eine Art ISO-Datencontainer hätten? Und das Schöne ist, es gibt ihn eigentlich. Und das ist genau eines dieser Ergebnisse aus der Arbeit der Plattformindustrie 4.0. Das ist der IEC-Standard 63278 oder auch besser bekannt als Asset Administration Shell oder Verwaltungsschale. Und das ist im Kern ein Container, jetzt hier einfach mal ganz trivial vereinfacht dargestellt, der hier zu Rechten einen Bereich hat, der im Grunde standardisiert ist. Das heißt, da gibt es Fächer, da ist im Grunde klar, welche Art von Daten da stehen. Ja, und in jedem Fall stehen da die gleichen Daten. Egal, ob das jetzt ein Digital Nameplate ist, ein digitales Typenschild zur Identifikation, ob das die Engineering-Daten sind, also zum Beispiel Step-Daten oder JT-Daten oder irgendwelche Verschaltungsdaten, ob das Signaturen sind im Sinne einer Trusted Identity, ob das Inhaltsstoffe sind, eine Stückliste oder Klassifizierungsdaten, wie wir sie in E-Class beschreiben. Der Teil ist standardisiert. Der standardisierte Teil reicht natürlich nie aus, sondern es gibt auch immer den Bedarf, darüber hinaus Dinge eigentlich zu transportieren. Das heißt, so ein Container hat auch immer einen, nennen wir es, freien Raum. Ja, wo es kein vorgefertigtes Regal, beschriftetes Regalsystem gibt, sondern wo ich einfach Kisten stapeln kann, die mal größer, mal kleiner sind. Und da kann ich im Grunde auch eine Fertigungshistorie reinpacken, einen CO2-Footprint, der vielleicht im Standard noch nicht definiert ist. Und so packe ich meinen Container und kann den erstmal verschicken. Und der standardisierte Teil kann auch unproblematisch wieder ausgepackt werden. Bei dem individuellen Teil muss man eben schauen. Die Verwaltungsschale an sich vom Konzept, der geht natürlich weiter als nur ein reiner Datencontainer zu sein, sondern die Verwaltungsschale selbst kann auch ein Stück Software sein, was aktiv auf einer Plattform prozessiert wird, also ein lebendes Stück Software ist, was ein physisches Produkt repräsentiert. Aber schon der erste Schritt, einfach nur dieses Datenstandards, würde einen enormen Mehrwert schaffen. Und zwar nicht nur, wie häufig diskutiert, auf der Automatisierungsebene, also wo Automatisierungsgeräte oder Produkte auf einer Maschinenebene repräsentiert werden, sondern insbesondere in der Datenlogistik zwischen den diversen IT-Systemen innerhalb eines Unternehmens, genauso wie über Unternehmensgrenzen hinweg. Ja, wo ich in der Lage sein möchte, einen kompletten Datensatz zu einem Produkt inklusive Lieferantendaten vielleicht in ein ERP-System zu importieren, ohne das alles noch von Hand angeben zu müssen.
wo ich in einem Engineering-System Produkte auswählen möchte und ich kann dort auch sofort das Produkt auswählen, was ich gestern als Neuheitenvorstellung auf einer Messe gesehen habe, weil die Datenversorgung vollautomatisch ist. Und wenn der Lieferant dieses neue Produkt veröffentlicht, dann ist gleichzeitig auch in allen Bibliotheken, in allen Online-Shops, in allen CRX-Systemen dieses neue Produkt verfügbar. Das ist heute nicht der Fall. Und das ist heute deswegen nicht der Fall, weil es genau diesen Datencontainer in der Praxis noch nicht gibt. Deswegen gibt es sehr viele Anwendungsszenarien dafür. Und es geht hier tatsächlich im Kern auch im Wesentlichen um das Modell und die Semantik. Die Art und Weise, wie das Ganze technisch umgesetzt wird, da gibt es sehr viel Freiraum. Ja, das kann ein Transport als Datei sein, das kann über eine Datenbank laufende Blockchain oder auch über eine Data Streaming Plattform. Das Wesentliche an der Stelle ist eigentlich das einheitliche Modell. Es geht nicht darum, wie im Grunde diese Daten genau übertragen werden. Organisiert wird das Ganze seit letztem Jahr in der Industrial Digital Twin Association, die mittlerweile 40 Mitglieder umfasst, die genau daran arbeiten, diesen Datencontainer, diesen Standard weiter auszubauen und im Grunde in die Anwendung zu bringen. Aber wie das immer so ist, gibt es bei diesen Standards das Henne-Ei-Problem. Und wenn dieser digitale Zwilling, dieser digitale Standardcontainer kein Mythos bleiben soll, dann müssen natürlich auch in den etablierten IT-Systemen, mit denen wir tagtäglich arbeiten im Unternehmen, Schnittstellen geschaffen werden, um diese Datencontainer quasi auszuspucken oder auch einzulesen, auf welchem technischen Weg auch immer. Und das bedeutet natürlich für uns als Anwender, dass wir diese Datencontainer auch einfordern müssen von unseren Lieferanten, wir mit unseren Lieferanten drüber sprechen müssen. Also ich meine jetzt hier unsere, zum einen die Softwarelieferanten, genauso wie auch die Lieferanten von Produkten und Waren, die wir einkaufen, weil die dann wiederum natürlich beginnen, das bei den entsprechenden Softwareanbietern einzufordern, dass es funktioniert und darüber natürlich dann die Verfügbarkeit von Schnittstellen entsteht, die wir brauchen, damit im Grunde so ein Container einsatzreif wird oder ich damit auch unkompliziert im Tagesgeschäft arbeiten kann. Das heißt, wir brauchen irgendwo so eine kritische Schwelle, damit das Ganze funktioniert. Die Technologie ist da. Es geht im Wesentlichen darum, einfach loszulegen. Und wenn wir über Industrie 4.0 in dieser Dekade reden, dann muss es eben die Dekade der Umsetzung sein. Das heißt, wir wollen kein Proof of Concept für eine Plattformökonomie. Nein, wir wollen Plattformen, die wir tatsächlich montags bis freitags nutzen. Und das heißt, dass der Aufwand, um sich zu einer Plattform zu konnektieren, eben sehr gering sein muss. Und das wiederum geht nur, wenn wir auch die Standards haben, wie wir die Daten in so eine Plattform reinpumpen und wie wir sie im Grunde auch wieder rausbekommen. Das heißt, es geht nicht nur um die Infrastrukturen, die Frage, welche Art von Cloud es ist, welcher Datenraum es ist. Jeder Datenraum wird erst funktionieren oder kann erst dann richtig gut skalieren, wenn im Grunde dieser Standard-Datencontainer verfügbar ist. Deswegen ist das Thema so wichtig für die Effizienz in vernetzten Geschäftsprozessen. Und genau das ist es ja, was wir in den Unternehmen tagtäglich aufbauen, Geschäftsprozesse über Unternehmensgrenzen hinweg oder auch innerhalb von größeren Unternehmen zwischen eigenen Legal Entities oder auch Geschäftseinheiten, wo wir genau diese Daten tagtäglich produzieren. Und es schafft eben auch die Möglichkeit, dass wir einen Standard haben, mit dem wir Produktdaten, Engineering-Daten, Schadstoffdaten oder auch CO2-Fußabdrücke austauschen können und nicht für jeden dieser Anwendungsfälle unterschiedliche Container haben, die wir jedes Mal für jeden Anwendungsfall unterschiedlich konfektionieren müssen. Insofern, wie hätte sich die Weltwirtschaft ohne Malcolm McLean entwickelt? Wahrscheinlich hätte jemand anders irgendwann den Container entwickelt. So ginge es schneller und das Gleiche ist genau das, was wir jetzt für diese Dekade in der Industrie 4.0 brauchen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frank, für deine tiefen Einblicke in die globale Datenlogistik. Wir gehen jetzt gleich sofort in die Q&A-Session rüber, weil wir haben schon recht viele Fragen, die hier aufgelaufen sind und wenig Zeit, wie immer halt. Dann gleich mit der ersten Frage, wie weit verbreitet ist der globale Datencontainer schon? Wer nutzt den heute bereits? Ja, also heute wird er natürlich sehr wenig genutzt, weil im Grunde der
der Standard jetzt verfügbar ist. Er ist Open Source verfügbar und er hat jetzt, würde ich sagen, jetzt in den letzten 2 Jahren einen Reifegrad bekommen, dass er erst einsetzbar ist. Das heißt, was wir jetzt eigentlich erleben, ist das erste Unternehmen anfangen, diese Daten öffentlich verfügbar zu machen über ihre Webseiten oder sich auch befähigen, diese Daten eben automatisch zu erzeugen. Aber wir sind noch nicht an dem Schritt, dass dieser Datencontainer jetzt wirklich weltweit im Einsatz ist. Wir sind also eher bei 1956 als bei 1966. Okay. Das sollte sich aber 2030 idealerweise geändert haben. Also wenn wir diese 10 Jahre als Beispiel nehmen und wir treffen uns wieder 2031, dann sollten wir über die regelmäßige Verladung dieses Containers sprechen können. Ja, bleibt spannend. Also die Zukunft des Datencontainers wird sicherlich noch etwas auf sich warten. Ein Zuschauer fragt, wo funktioniert der Datencontainer noch nicht? Das ist jetzt eine sehr offene Frage. Ja, sehe ich auch so. Es gibt natürlich viele Facetten. Also erstmal grundsätzlich geht es natürlich darum, kann ich so einen Datencontainer zum Beispiel in mein ERP-System einfach importieren oder kann ich ihn daraus exportieren? Das heißt, wenn ich ein Produkt erzeuge in der Produktion, entsteht es ja im Grunde im ERP-System, wird es zum Leben erweckt. Es gibt einen Datensatz zu dem einzelnen Produkt oder zu einer Produktionscharge. Und kann ich dann aus meinem ERP-System diesen Datensatz zum Beispiel ausschreiben und kann ein anderer, also ein Kunde, ihn zum Beispiel wieder einlesen. Und da stehen wir eben noch nicht. Das ist genau dieses Henne-Ei-Problem, wo wir jetzt im Grunde gemeinsam auch fordern müssen von den Anbietern, dass sie diese Schnittstellen bauen und diesen Datencontainer unterstützen. Auf der inhaltlichen Seite gibt es natürlich auch eine lange Roadmap von inhaltlichen Dingen, die in dem Standard ergänzt werden müssen. Aber wie gesagt, er hat jetzt eine kritische Masse, auch einen Reifegrad, dass er einsetzbar ist. Und alles, was fehlt, kann man auch mit der bestehenden Organisation in dem Verein eigentlich kontinuierlich reinentwickeln. Ja, spielt zum Beispiel Technologien wie künstliche Intelligenz bei dem Datencontainer auch eine Rolle? Ein weiterer primär Frage. Erstmal, ja. Also Stand heute, primär sind das aus meiner Sicht erstmal 2 Paar Schuhe. In Zukunft nicht, weil, wie ich schon erwähnt habe, dieses Grundkonzept der Verwaltungsschale geht natürlich gerade im Bereich der Automatisierungstechnik hin, dass es ein aktives Stück Software ist. Und dieses aktive Stück Software kann natürlich auch künstliche Intelligenz im Bauch haben. Ja, danke für die Antwort. Ein weiterer Zuschauer, und da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welche IT-Infrastruktur ist für Datencontainer-Logistik notwendig? Kann ich das in meine bestehende IT-Infrastruktur einbinden oder brauche ich dann neue Technologiekonzepte? Nein. Genau das eben nicht. Es gibt ja sehr unterschiedliche Integrationslösungen oder Arten und Weisen, wie man Daten austauscht, wie man Schnittstellen baut, ob das jetzt über Web-Services ist, ob das über Middleware-Lösungen ist, ob das irgendwelche Messages läuft. Der Datencontainer beschreibt das Datenmodell und das lässt sich softwaretechnisch in jeder dieser Art der Konnektivität eigentlich einbauen. Also es ist heute ja auch schon drin, nur unstandardisiert. Also dann habe ich es einfach nur standardisiert. Ja, das ist der Punkt. Okay, das war auch schon die letzte Frage. Vielen Dank, Frank, für deinen tiefen Einblick, wie gesagt, in die globale Logistiktechnologien. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir. Liebe Zuschauer, bei Ihnen auch, beziehungsweise bei euch. Damit möchte ich diese Session beenden. Ihr könnt aber auch noch weiterhin an unserer Expo teilnehmen. Da gibt es genügend interessante Themen, die euch sicherlich auch viele spannende Einblicke offenbaren. Frank, nochmal vielen Dank an dich und ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich darf mich auch verabschieden. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.